Liebe Freundinnen und Freunde, hört man mich? Rassismus ist menschenverachtend und es spaltet die Gesellschaft. Es ist eine tödliche Ideologie, diesem Wahnsinn sind schon so viele Menschen zum Opfer gefallen, dass wir all jenen, die Menschen, andere Menschen die Menschlichkeit absprechen, nur eins entgegenhalten müssen: Nein, mit uns nicht. Ich als Christ war unfassbar wütend, als ich das Kreuz und andere christliche Symbole auf Pegida-Demonstrationen gesehen habe. Das ist einfach nur ein Missbrauch der Religion. Jeder, der nur ein wenig vom Christentum versteht, müsste wissen, dass allein das Gebot der christlichen Nächstenliebe in einem krassen Widerspruch zum Rassismus steht. Ich bin froh, dass die evangelische und katholische Kirche sich so eindeutig gegen den Rassismus und an die Seite der Opfer und insbesondere der Flüchtlinge gestellt hat. Und ich möchte auch diese Gelegenheit nutzen, als grüner Christ, um die Flüchtlinge und die anderen Opfer von rassistischer Gewalt zu bitten: Seht in uns Christen keine Gefahr. Wir stehen an eurer Seite und wir wollen euch Schutz geben und euch auch helfen. Aber wir als Grüne Partei dürfen da nicht stehen bleiben. Wir müssen gerade jetzt für eine multikulturelle Gesellschaft kämpfen, denn Multikulti ist kein Auslaufmodell. Multikulti ist die Antwort auf den Rassismus. Und ich als Sprecher der LAG Christen und für die Kirchenpolitik kann ich nur sagen, wir brauchen auch viel mehr interreligiösen Dialog in den Gemeinden aller Religionsgemeinschaften, damit auch die Religion einen Beitrag zu einer multikulturellen Gesellschaft leisten kann. Dafür lasst uns alle kämpfen für eine gemeinsame, friedlichere Zukunft. Ich danke euch.